Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm. So schnell kann es gehen im Fußball, schwimmt wieder auf der Erfolgswelle. 4:2 Auswärtssieg bei der Admira in der Südstadt am gestrigen Samstag. Eine starke Leistung der Blackies, überhaupt ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, wie ich finde. Sehr unterhaltsam, sehr spannend, sehr packend und einfach geil, muss man an der Stelle mal sagen. Sturm feiert also den zweiten Auswärtssieg in Serie nach dem 2-0 beim LASK vorige Woche, jetzt eben das 4:2 bei den Südstädtern. Sturm ist im Moment der Serienkiller. Der LASK hat ja eine gute Heimserie gehabt und auch die Admira 9 Heimspiele ungeschlagen. Das ist jetzt vorbei, denn der SK Sturm ist eben drüber gefahren. Obwohl man sagen muss, das Ganze, hätte auch natürlich anders ausgehen können, aber Sturm aufgrund einer konzentrierten Leistung insgesamt verdient für mich der Sieger auf dem Platz am Ende gewesen. Zu Beginn erstmal systematisch wieder das 4-4-2-System, diesmal mit Röcher als zweiten Stürmer neben Edo Bonci. Es sei zunächst nur auf der Bank gewesen. Man muss aber auch sagen, im Moment ist alles so ein bisschen Gold, was Heiko Vogel da anfasst, denn auch dieser Zug ist vollkommen aufgegangen. Dazu kommen wir aber sowieso jetzt während der Partie. Die Admira hat nämlich den besseren Start. Nicht, dass sie jetzt spielerisch gleich mal ein Feuerwerk abgeliefert hätten, aber der erste Schuss war im Tor. Ganz einfach. 11. Minute, Sturm lässt der Admira viel zu viel Platz. Über rechts hat Hausjell, heißt er glaube ich, eben viel, viel Raum, flankt dann ungehindert hinein in die Mitte und Kalajdzic ist es, der per Kopf dann das 1:0 für die Admira macht in Minute 11. Dreckiger Start, muss man sagen, aber unsere Blackies haben sich davon überhaupt nicht beirren lassen und haben auch wenige Minuten später gleich mal zurückgeschlagen. In Minute 17 ist es nämlich Brighton und Bonci, der nach einer schönen Kombination unserer Blackies über Schul und Röcher den Ausgleich erzielt. Röcher spielt dann den finalen Pass eben auf Eddie, der das Tor übrigens auch mit eingeleitet hat und Eddie dann allein gegen Keeper Leitner von der Admira umkurvt diesen und trifft dann eben zum Ausgleichstreffer für unsere Blackies. Das Spiel eben durchaus abwechslungsreich, von beiden Seiten engagiert im ersten Durchgang, wie ich finde. Die Admira macht aber dann wieder das 2:1 und geht allerdings in der Phase so ein bisschen, aus dem Nichts, würde ich fast sagen, in Führung. Es war der zweite Torschuss der Südstädter, auch der war drin und ist auch unglücklich gefallen. Ein hoher Ball, der den Kopf von Jago findet, aber von diesem eben sehr unglücklich weitergeleitet wird, genau in den Lauf von Admira-Stürmer Schmidt. Und der hat im 1:1 gegen Spendlhofer die Nase vorne, ist eben den einen Schritt dann auch weiter vorn eben und lässt dann Siebenhandel auch keine Chance. Der Ex-Admiraner also zum zweiten Mal geschlagen an diesem Abend. Sturm kommt aber dann erneut zur Ausgleichsmöglichkeit und zwar durch einen Elfmeter von Peter Schul. Hierländer wird im 16er gefault, gelegt von hinten, für mich ein relativ klarer Elfer. Und Peter Schul scheitert dann leider an Keeper Leitner. Der schießt den Ball eben halb links ins Eck, eigentlich gar nicht so umplatziert, aber Leitner ist eben früh unten und er ahnt die Ecke. Schul hat mir bis zu diesem Zeitpunkt ohnehin noch nicht so ganz gefallen, auch wenn er eben das Tor mit vorbereitet hat. Aber das war an der Stelle eben so vom Bauchgefühl her nicht so eine gute Idee vielleicht, dass er den jetzt schießt. Aber okay, war im Endeffekt dann halb so wild. Der Sturm ist dann doch noch zum Ausgleich vor der Pause gekommen. Sturm über die linke Seite, Röcher und Schul, die sowieso auch sehr gut harmoniert haben, bekommen den Ball dann zu Potzmann und Marvin Potzmann haut den dann richtig schön ins Eck in der 45. Spielminute, also in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, zum 2:2 Ausgleich. Auf jeden Fall verdient. Sturm ist auch nach dem erneuten Rückstand wieder aufgewacht und das Unentschieden zur Pause geht, denke ich, in Ordnung. Im zweiten Durchgang Sturm dann ein bisschen wacher zu Beginn. Wieder hat auch Thorsten Röcher seine Beine im Spiel. Der Ball kommt zu White Edo Bonci. Edo Bonci wunderbar im 1:1 überschlänzt, keine Ahnung, wie ich sagen soll, eben seinen Gegenspieler und dann haut er den eben mit rechts richtig geil auch wieder ins Eck und trifft zum 3:2, Minute 53 herum war das für unsere Blackies. Also zweimal einen Rückstand aufgeholt und dann noch komplett umgedreht das Ganze. Natürlich als Fan ist man da geflasht und die Admira hat dann mehr Räume bekommen. Sturm hat sich für meinen Geschmack auch ein bisschen zu weit danach zurückgezogen.
Aber die Admira hat auch nicht wirklich so richtig konstruktive Torchancen produzieren können in weiterer Folge. Von dem her das Ganze dann auch halb so wild. Diese eine bisschen passive Phase von Sturm. Im Nachhinein hat Sturm dann aber trotzdem noch die Chancen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Esse, der dann etwas später in die Partie gekommen ist, hat noch eine gute Kopfballmöglichkeit, setzt diesen aber knapp vorbei. Wenig später muss er dann auch ausgewechselt werden, weil er sich in einem Zweikampf verletzt. Auf jeden Fall, ja, ein klares Foul hätte Freistoß auch geben müssen für Sturm, wo sich Esse über halb rechts durchtankt. Hätte auf jeden Fall auch eine Karte geben müssen, aber gut, aus der Schnelligkeit der Situation heraus ein bisschen schwer vielleicht noch zu sehen. Auf jeden Fall für Esse ziemlich bitter, der muss etwas später dann raus. Gute Besserung natürlich an der Stelle. Nichtsdestotrotz macht Sturm dann noch den Deckel drauf mit dem 4:2, der für Eddie eingewechselte Danny Alain, der erneut nur auf der Bank gestartet hat, war auf jeden Fall top motiviert, das hat man gemerkt und hat dann auch das 4:2 erzielt, nachdem Thorsten Röcher dann seine dritte Torvorlage an diesem Tag macht, schickt er wunderbar Danny Alain, der hat natürlich sehr viel Platz und sehr viel Zeit, hätte dann Schul, der mitgelaufen war, auch noch freispielen können, entscheidet sich das Ganze selbst zu machen, den Gegenspieler aussteigen zu lassen und den Ball schön ins Eck zu schlänzen, ein Tor des Willens, wie man so schön sagt, würde ich da an der Stelle erwähnen und Danny Alain eben auch, der ja auch schon lange nicht mehr getroffen hat, beendet seine eigene persönliche Durststrecke und empfiehlt sich auf jeden Fall mal wieder für die Startelf in den kommenden Wochen, zumindest setzt er mal da ein gehöriges Ausrufezeichen. Sturm gewinnt also das Ganze mit 4:2, tolle Partie, tolle Moral, im Moment gibt es nichts zu meckern, zweiter Sieg in Serie, von dem her, es kann gerne so weitergehen und ich hoffe natürlich, dass es so auch weitergehen wird. Nächster Gegner ist ja Alltag, man hat auf jeden Fall im Moment keinen Druck, auch wenn mal was daneben gehen sollte, hat man ja durchaus einen gehörigen Vorsprung auf Platz 3, da sollte nichts passieren und ja, bei Platz 1, okay, wenn der Fußballgott gehörig mithilft, und keine Ahnung, man irgendwelche komischen Vitamine in den Dosen findet, ja dann vielleicht klappt es noch irgendwie mit Platz 1. Nein, egal. Auf jeden Fall. Unsere Blackies brav gekämpft. Ich bin zufrieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen. Bravo, Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.